habe mich heute wie so ein Teenager mit in die Schlange gestellt, ein Autogramm zu holen. Wir haben vorhin damit angefangen, mit 150 Leuten, und dieses Jahr hat man über 250 Leute. Der Älteste ist, glaube ich, der Reismann. Klaus Reismann mit über 80. Und mit einer alten BSA. Aus dem Jahr, die ist ungefähr Baujahr 60. ...1968 gab es ja das erste Motocross und sind Fahrer dabei. Und einer der ältesten Fahrer ist Hans-Joachim Helmuth. Du, Paul und ich waren beide die Ersten, die Weltmeisterschaft gefahren haben. Das Zusammensein der Alten, Sport dabei zu machen, haben noch ein bisschen zu feiern. Und das, denke ich, ist auch eine schöne Sache. Ich sage mal grob, 10-mal bestimmt, wenn es reicht. 83, 84 habe ich hier gewonnen. Ja, ich habe nur einmal gewonnen. War 250er und Paul hat ja 500er gewonnen. Das war eine herrliche Veranstaltung. Auf der Straße bin ich noch unterwegs, aber was kann ich nicht mehr. Die Motocross-Maschine habe ich 2013 abgestellt. Das ist eine GT 370, Baujahr 79. 79, Werksmaschine, oder? Das ist ein Werksmotorrad. Das Motorrad ist 1980 vom Jens Schäffler in der Europameisterschaft erfolgreich gefahren worden. Und es ist schön hier immer wieder. Seit 1964 bin ich hier. Das wird weitergehen. Der Club steht dahinter, es geht weiter.